Der Kopflaser hätte man da. Ruhe hören war das, glaube ich, ne? Oder? Bin mir nicht so sicher. Obwohl, warte mal. Der rechte Arm. Ja, der linke Arm. Da möchte ich statt Dingens Scheiße, mir fehlt uns hier was. Ah, Schrauben brauchen wir. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Na, lassen wir es da. Sanctuary könnte ich das machen, aber hier nicht. Ist ja das Problem. Ich versuch's Dramatik aufzustreiten. Was hat der Außerirdische was? Dati Tripper? Tripper? Day Tripper oder wie es heißt? Da. Mhm. Ich gehe erstmal hier. Sieht nicht so wichtig aus wie das andere. Ah, das gleiche. Impulsgranat. Hier kommt keiner hoch. Kommt aber einer hochgefahren. Keine Ahnung. Keine Money. Die Waffe ist echt gut, ja, finde ich. Toll. Ah, oh, keine Muni mehr. Danke. So, ich bin hoffnungslos, ich weiß. Ich schieße sie alle mal ab. Oh. Toll. So. Alter. Ja, aber ja.
Roboterreparaturset. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Hm. Oh, scheiße. Ach. So, so. Kacke. Voll oben alle ab. Alter. Neutralisierungseinsatz beendet. Wir haben noch einige. Oh. Ziel. Nehmen wir alles treffe. Was? Oh. Der hat es wohl eilig zum Sterben. Hahaha. Nicht lustig. Warte mal. Gucken wir mal so. Ah, das geht einfach nicht. Blöde Kacke. Weil, warte mal, da kommt immer so ein Fass, ne? Das ist gut. Alter. Empfehle sofortige Reparatur der Primärsysteme, damit der weitere Betrieb gesichert ist. Erstmal reinspritzen, ne? Gänzen ein bisschen, ne? Immer reinspritzen, das Zeug, was? Die Reihe fällt nicht ab. Komisch. Provisorische. Da lag was. Jetzt weiß ich zu plätschern. Oder das ist einfach nur das Ding. Okay. Dann halt nicht. Die Waffe ist scheiße.
Uiuiui. Ja, glaube ich auch. Alter. Aber der eine ist da bestimmt kein Mensch, ne? Weil das ist ja... So geht ja kein normaler... normaler Roboter, meine ich. Aber dieses Dampfen, das geht mir auch auf den Sack. Irgendwie. Ich wollte mir gerade Frühstück nehmen. Lecker, schimmeliges Essen. Hab leider nichts anderes. Mikroskopen, ist ganz interessant hier aufgebaut. Brennstoff, ich brauche keinen Brennstoff. Patronen, Patronen. Bitte, please. Bitte, please. Hier, warte mal. Warte mal, hier oben erstmal. Aber hier ist nichts, ne? Nö. Oh, warte mal. Kann man da hochgucken? Secret, Secret. So. E-Mail-Eimer. Ah, das ist die nächste Tür, die zum Aufschließen. Klebeband kann ich gut gebrauchen. Gerade für diese Teile für den Roboter. Die müssen ja alle festgeklebt werden, deswegen. Na, Gleisbolzer da. Wenn es hier weitergeht, dann gehe ich gleich nochmal da hinten gucken. Das sieht mir nach einem bestimmten Weg aus. Ja. Ach so. Das, Hauptsache, dieses Hauptding ist nicht der richtige Weg, aber das ist da. Nix. Okay. Also muss man ja da. Schatz, ich bin jetzt da hochgesprungen. Es ist ein Secret. Secret. Scanne das. Scanne, verdammte Scheiße. Du nichts nutzt. Nein. David ist ein guter Roboter. Jetzt 10 Tore. Speicher. Vorsicht haltbar. Ich hab kein Essen mehr auf der 8. Was nimm mal denn? Irgendwas, was wir viel haben von. Ja, nicht. Meine, ja, nee. Verstrahlt. Ja, das ist aber zu wertvoll, finde ich. Stealth Boy. Das macht nur einen unsichtbar, ne? Okay. Perfekter erhaltener Kuchen. Das kann man so essen. Nichts Besonderes. Brötchen Ring. So. Voll gehakelt.
Ah, hier ist Schmier. Gerne, Alter. Jetzt haben wir es aber. Anderen Weg gibt es leider nicht. Schuldig. Pisser. Beginne Neutralisierungseinsatz mit tödlicher Gewalt. Wie hier? Ach, bist fertig. Gut. Schon. Alter. Ach, das Schrank ist der Affe und ich möchte die. Hier. Oh, der hat mit dem anderen Klatschaffen da gesessen. Ach, wie süß. Ah, okay. Oh, 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 warte. Der Wett geht zu hoch. Ich weiß nicht woher. Oh. Dö. Ja. Ich glaube, das reicht nicht mehr, wa? Ich muss jetzt nämlich Schluss machen. Bis bald. Da ich ja morgen früh auch aufstehen muss, und das ist echt blöd, wenn ich dann verschlafen dann zum Dokumi gehe. Was? Ach, wie es nachgeladen hat. Ich denke gerade, hey. Hier ist nix, ne? Nee. Nada. Da geht's wahrscheinlich weiter, oder? Oh, ist hier was Besonderes? Was ist das? Dat. Und ein Terminal. Spannwerk, ach du Scheiße. Ja, nee, ich muss das einfach nicht lesen, ich weiß nicht. Das dauert mir einfach zu lange, einfach alles. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hektik. Nein, nicht trinken, ach. Bist du blöd. Aufpassen, dass wir nicht trinken. Nein! Das hab ich doch gesagt, Mann! Meine Güte. Boah, mein Roboter ist echt nicht schlecht.
Dem ist echt zu spaßen. Ja, nix, ich habe so eine Figur gefunden. Die könnte man auch sich aufstellen, aber es geht jetzt nicht, weil... Weil Mods anscheinend sagen bei mir, nö, will ich nicht. Ja, Kleberollen, 3 in 1, yeah. Achso, ein paar Stationen. Okay, ist ja alles, wa? Okay, geht's nicht weiter? Also müssen wir jetzt hier... Ich speichere... Toll, wie schnell es geht. Speichern, bedrohliche Massiv hier. Toll. Boah, Alter. Du sollst mich doch beschützen, Alter. Ich hab dich vertraut. Jetzt muss ich abknallen, mein Schatz. Dass er explodieren kann, muss ich durch. Mann, Tisch ausnehmen. Hey! Drecksack! Arschloch! Der lag da einfach rum, ich dachte schon, der wäre schon kaputt. Boah. Nix. Ja, mal ein bisschen. Ja, um Zeit tot zu schlagen. Hier knittert's aber. Hier ist der Knitterhannes vorbeigelaufen. So, Munitionskiste zum Aufmachen. Zack. Wie schön. Gebäudeterminal. Aha, aha, ja. Ja. Ja, jetzt holen. Okay, da wurden die ganzen Details aufgeschrieben. Löcher, Löcher, zack. Auch wenn du näher kommst, werde ich nicht wachsen. Alter. Meine Roboter sorgen dafür, dass dem Commonwealth kein weiteres Leid geschieht. Ich glaube daran, dass das Gute immer über das Böse triumphiert. Die Gerechtigkeit wird heute siegen.
Putsch, da liegt er wieder. Von wegen Gerechtigkeit hier. Das ist ein Arsch offen. Und jetzt, achso, hier. Knöpfchen drücken. Und dann Chu-Chu, fahr jetzt nicht runter, ne? Ich brauch dich hier oben. Falls das kommt. Ist ja gut, da gehe ich auf Seite. Was? Der ist mich am Beobachten, also der ist am Beobachten, was hier alles passiert. Oder ist ein Dance? Kann auch sein. The Dancing, Dancing Davis. So. Hier waren wir noch nicht. Das steht fest. Wie weit ist denn das bitte? Ganz im Ernst. Voll der Parcours. Ach du Scheiße. Scanne das. Ja, also ich glaube, das sind letzte Missionen, ne, glaube ich. Ach so. Ne, ist nix. Löcher. Hier kommt man nicht und da, aber. Okay. Oh, was war das? OP-Tablett, ja, ja. Hier ist nix. Hier drüben. Ja. Bitte, bitte machen auf, ey. Recherche-Wing. Speichern. Ja, komm. Übertreibst du dich mit den Türen. Ja, ist ja jetzt gut. So, alles mitgenommen. Ja, ne, brauche ich zu lesen. Aber hier war so ein... Das habe ich... Achso, das ist ein Kennwort. Mr. Gatsby mit der... Der Aschenbecher, der Aschenbecher, der Aschenbecher, da. Der gesuchte Aschenbecher. Wir haben ihn. Noch ein Aschenbecher. Ja! Und wisst ihr was? Wir werden jetzt Schluss machen, weil wir den gesuchten Aschenbecher gefunden haben. Da schauen wir beim nächsten Mal vorbei. Die sind bestimmt lieb. So, es geht weiter mit Fallout 4, ne, mein großer. Ja, es ist ein Tag vorbei von der Dokumi, meine ich. Ich habe jetzt euch versprochen, hier weiterzumachen. Hey, Dokumi war jetzt nichts Besonderes. Okay. Warum ist das verschlossen? Cool. Weil, wie war die langweilig und konnte nichts ja anzocken, ist klar.
Okay, da waren zwar Nintendo-Spiele, aber die waren halt alt. Ja, lebt nicht mehr. Und es hat auch alles viel zu viel gekostet, fand ich. Trinken für 2,70 €. Essen 5 €. Mit so einer kleinen Portion. Also, es ist nicht wert. Es ist nicht wert. Finde ich. Oh, ist das hell. Alter. Da kommt es auch spät. Das sind so kleine Gefängnisse, ne? Ach du Scheiße. Das ist eine Liege. Ah, krass, die wurden jetzt zensieren. Zensiert. Dann schließ mal alles mal auf. Das sind alles so Gefängnisse, wo die hier drin sind. Ja. Ja, da freut sie sich. Aber hieß auch nichts, ne? Nee. Ja, Hauptsache Erfahrung. Ja, ist nix. Ja, auch nix. Du lebst nicht mehr, okay. So, danke schön für die Blumen. Danke. Oh, der sieht aber lebendig aus. Ja, ja. Ey, helf mir mal. Guck mal. Weil da feiert er rein. Der ist auch noch am Leben. Damit er weiter betraut. Oh. Guck mal, er lebt. Geil, der macht die Arbeit. Teamarbeit, ne? Würde ich mal sagen. Ich verschließe die Türen auf. Öffne die Türen. Du beschießt sie. Also ich... treff die nur einmal und... er macht den Rest. Ja. Was ist das hier? Boah, ist das hell. Alter. Ein bisschen mehr nach links scheinen, ja? Wäre nicht schlecht. Das war der, den du umgebracht hast, ne? Meine ich. Oh, Kronkorken. Es hat eine hat Haarklammer, eine hat Zigaretten, eine hat Haarklammern. Hat jeder eine Sammlung oder was? Ist nix. Nee, lernen ist nix. Man sieht das direkt, dass das ein Lebender ist oder nicht. Das ist ein Lebender. Das sieht man. Gut. Die Stimmlage ist mal zwar gleich, aber was der mal verzählt, ist mal so lustig. Der hat nichts gesammelt, ne? Nee. Hier war mal. Der ist noch im Leben. Ist ja keine Stadt. Die leuchten halt noch. Das ist ja. Ah, da. Ja, die Kontrolle ist jetzt vorbei. Du hast ihn. Hey. Ah, das brennt auch vor sich hin, da hab ich schon Licht.
Gut, sonst ist da eigentlich nichts. Ist das da? Säure. Hier ist der schon längst tot. Ach, verdammt. Kein Problem, wir haben genügend Haarklammern. Sobald mal das Plus da steht. Das wär's. Dann mach ich mir so langsam Sorgen. Ist gar nichts. Okay. Komm ich mit klar. Auch nichts. Hier ist nichts. Der lebt nicht mehr. Wenn man da lebt nicht mehr. Und die leuchten immer, wenn die leben. Ja. Das merke ich jetzt erst. Hä? Ist ja offen. Hat er sich hier noch einen Durchgang gebaut und dann kam der Tod? Oder wie? Der Tod. Der Tod holt jeden ein. Fuck the death. Sag mal. Ah, jetzt. Schön. Wie schön. Was ist denn hier schön? Hier ist gar nichts schön. Guck mal. Hier ist gar nichts. Der lebt noch. Oh, tot. Oh, ist das noch. Dazu gab es da eine Kabine, viele Haarklammern. Wie ist das Klo zu hoch? Alter, wie hoch ist denn das? Oder ist das, einfach nur wow, oder? Ich weiß nicht. Der ist auch nur eine. Bäm. Guck mal, guck mal. Der will mir was tun, der will was. Der will mir was wirklich tun. Was ist der? Was macht der denn da? Der ist schon voraus oder was? Ist er da oben am Ballern? Ich such den ganze Zeit. Abgesehen von der Dokumi, ich habe den japanischen Garten überhaupt gar nicht gesehen, gefunden. Das fand ich echt schade. Ne? Weil eigentlich ist er im Innenhof, aber da war hier gar nichts. Da waren nur parkende Autos und ein paar Bäume. Ich weiß ja nicht, einfach normale Bäume waren das. Keine Ahnung, das verarsche. Und von den Essenständen waren auch nur so 4, 5 Stück da. Obwohl das gewünscht wurde, dass sie es mehr machen. Also, die Hallen waren auch ziemlich leer, also fand ich jetzt... Die waren relativ leer. Ich fand das irgendwie komisch, dass man, also ist nicht so wie Gamescom, dass man wie ein Foyer. Was ist das denn? Warte, erstmal gehe ich da unten. Ah. So hätte man alles aufmachen können, aber so haben wir Erfahrung bekommen. Hallo? Muss ich es einmachen? Ah. Ich will doch gern... Was? Was war da? Was war das denn für ein Geräusch? Ah. Irgendwie... Komisch.
Ah, und hier geht es heute way weg, genau. Du müsstest eigentlich voll kaputt gehen. Ah, danke, dass du mir hinleuchtest. Finde ich nett von dir. Wo wären wir jetzt da oben lang gegangen? Da war ja noch ein Weg. Was ist das denn da? Gehirne. Gehirn. Panzerglas. Klar. Alter, wie viele Gehirne sind denn hier? Das ist ja widerlich. Ne, ich dachte schon, das wären Giesengehirn. Hier sind drei Gehirne. Was hat sich denn darauf auf sich? Ah, okay. Was, da war da ein Hohlband? Da war ein Hohlband. Scheiße. Oh. Siehst du aus dem Hohlband, ne? Hohlband, der Ausreißerin. Ich glaube, die... Leitender Ingenieur Thomas Harkin. Bisher liegen wir für den nächsten Robo-Hirn-Meilenstein voll im Zeitplan. Das ist, glaube ich, Dr. Asante versicherte mir, dass die Betriebszeit zwischen den Gedächtnislöschungen deutlich gesteigert werden konnte. Hoffentlich bestätigt sich das bei unserem aktuellen Test. Die leitenden Ingenieure meinten außerdem, dass die neuen Anpassungen der Fertigungsstraße frühzeitig abgeschlossen wurden. Ich kann nur hoffen, dass darunter nicht die Sorgfalt gelitten hat und es wieder zu einem totalen Systemversagen kommt. Ansonsten mache ich mir vor allem Sorgen wegen der neuesten Testsubjekte. Im Moment haben wir ausreichend. Aber es ist ja nicht so, als würden diese Dinge an den Bäumen wachsen. Was für Arschlöcher. Ey, ich will das haben. Geht das nicht? Egal. Irgendwie komme ich schon ein bisschen verwirrt vor. Weil es hier irgendwo in eigenen Wegen irgendwo weitergeht. Alter, du leuchtest zu hell. Haben wir denn hier? Was ist das? Da, der Computer, dann suchte ich. Obwohl, eigentlich ist das... Hallo, können Sie mich verstehen? Blabla, wer ist... Oh Gott, was habt ihr, Leute, mit mir gemacht? Ach du Scheiße. Sie sehe ich, ich kann meinen Körper nicht spüren. Ich kann überhaupt nichts spüren, was ist passiert. Das sind Robohörntests. Ah, ist das eklig. Ah, was für Wichser. Hier ist Fundbüro. Ist noch ein Rechner, ne?